In der Bedarfsermittlung gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Status, also Stati. Das heißt, entweder dein Kunde hat Bedarf oder dein Kunde hat keinen Bedarf. Und jetzt magst du sicherlich denken, okay, wo ist da die große Rocket Science? Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht, denn wenn jetzt ein Kunde sagt, ich habe aktuell keinen Bedarf, dann kann es natürlich vieles bedeuten. Es kann tatsächlich bedeuten, dass er aktuell de facto keinen Bedarf hat. Es kann aber auch bedeuten, dass er sozusagen Bedarf hat, aber die aktuelle Situation, in der er sich gerade befindet, oder den Bedarf, den er eigentlich hat, bereits für sich innerlich akzeptiert hat, in dem Sinne, dass er unterbewusst abstreitet, dass er keinen Bedarf hat, obwohl er einen hat. So, das ist ein bisschen psychologisch, tiefenpsychologisch ein bisschen kompliziert. Ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel. Jemand ist fettleibig, ja, hat alles probiert in seinem Leben abzunehmen, ja, hat es nie geschafft. Und wenn du ihn heute fragst, ja, nachdem er 10 Jahre lang es probiert hat und nicht geschafft hat, hat es irgendwann einfach akzeptiert. Ich bin fettleibig, ich fühle mich so wohl, ich bin beautiful, I'm beautiful, ja. Auch wenn er einfach nicht besonders tolle Figur hat. Und wenn du ihn dann in diesem Status quo abfragst, ja, hast du Bedarf an einem Ernährungsplan oder einer professionellen Beratung, ja, oder Fitnesstraining oder irgendwas oder in Kombination beides, dann wird er das verneinen, wird sagen, nee, ich habe keinen Bedarf, weil er eben für sich innerlich akzeptiert hat, den Status akzeptiert hat. Und es gibt eben viele, die einfach resigniert sind da draußen. Ja, es gibt einfach viele, die nicht zufrieden sind mit vielen Dingen, aber einfach akzeptiert haben. Und es gibt ja auch so einen tollen Spruch von vielen Lifestyle-Coaches, die sagen, Happiness is the function of acceptance what it is oder so ähnlich. Ja, mal kurz auf Deutsch übersetzt, wahres Glück ist die Akzeptanz dessen, was ist. Ja. Und das ist letztendlich der wunschlos glückliche Buddhist sozusagen. Und so jemanden kannst du natürlich absolut gar nichts verkaufen, weil der einfach wunschlos glücklich ist. Ja? Und sozusagen, das ist genau das, was der Kapitalismus, also unsere Gesellschaft eben nicht braucht. Ja? Wir sind darauf angewiesen, dass wir Konsumenten erzeugen, Konsumenten haben, die eben konsumieren, damit das Geld fließt. Ja? Also ist mal kurz philosophisch geworden, aber letztendlich, das alles spielt mit rein, wenn es um die Bedarfsermittlung geht. Und ja, es gibt viele Arten der Bedarfserzeugung, ja, da wo eigentlich gar kein Bedarf war. Aber es gibt auch viele Möglichkeiten, da wo eigentlich Bedarf ist und wo nur der Kunde meint, er hätte keinen, diesen zu zünden. Wenn du da mehr darüber wissen willst, dann schauen wir bei mir in der Akademie rein. Ja, mir fällt jetzt gerade schon der Arm ab hier von dem Handy hochhalten die ganze Zeit. Ich muss jetzt Schluss machen. Aber schauen wir bei uns hier hinten im Link. Bei den Links, ja, mal kurz rein und dann sehen wir uns auf der anderen Seite, wenn du Bock hast. Ansonsten abonniere den Kanal. Bis dahin, tschüss.